Hallo Community, wir sind's wieder von Trader Online Video, die Jenna. Hi. Und ich bin's, der Julian Tach. Und heute unboxen wir das Bundle zu Modern Horizons 3 mit Verlosung. Viel Spaß dabei. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Und da liegt es auch schon vor uns, das Bundle zu Modern Horizons 3. Und meine Güte, sieht das cool aus. Ja. Also Ajani ist ein cooler Charakter, ich liebe ihn als Planeswalker und hier auch direkt auf dem Bundle drauf, sieht sehr, sehr cool aus. Mhm. Bevor wir da aber reingehen, kommen wir erst noch zur Verlosung. Da gibt es nämlich einmal von Ultimate Garden 100 plus Boulder von Druidic Secrets zu gewinnen in der Variante Vatum. Und hält halt 100 Double Sleeve Karten oder 120 Single Sleeve Karten und dann kann man sein Deck hier so perfekt reinstellen. Mhm. Und Druidic Secrets, auch eine coole Kollektion hier. Definitiv. Sieht richtig, richtig nice aus. Sehr, sehr stylisch. Und dazu haben wir dann noch eine Packung Cortex Leaves in Schwarz. Und ich habe hier mal einen ganz klassischen Söldner mitgebracht. Aus hier noch Outlaws von Thunder Junction. Yeeha! Und wir sehen, die Karte passt hier super rein. Auf der Rückseite schön blickdicht. Ne? Vorne natürlich auch mit Inner Sleeve zum Double Sleeve perfekt geeignet. Und das Ganze könnt ihr hier gewinnen, indem ihr was tut. Indem ihr das Video liked, kommentiert und den Kanal abonniert. Genau, und dann wünschen wir euch viel Erfolg dabei. So, ab zum Bundle. Noch kurz vorneweg, wir unboxen uns einmal komplett durch Modern Horizons 3 durch. Heißt also, wir haben euch eigentlich schon das Playbooster-Display vorgestellt, wo wir auch wirklich alle Karten besprochen haben. Comes, Uncomes, Mythic, Rares, alles vorgelesen. In den News hatten wir auch schon so die Highlights besprochen, die könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Da haben wir auch schön alle Karten eingeblendet, auch alles, was es da so gibt an alternativen Artworks. Wir haben uns das Sammler-Booster-Display auch angeschaut, auch ziemlich cool. Die vier Commander-Decks. Auch wirklich echt starke Themen. Die sind sehr, und auch sehr gut, ja. Tolle Themen, die man auch so lange nicht mehr gesehen hat oder zum allerersten Mal sieht. Ja. Du hast ja auch das Pre-Release-Pack schon angeschaut. Ne? Yep. War auch cool. Ja. Schön. So, und jetzt schauen wir uns das Bundle an. Es gibt aber auch noch einen Gift-Pack oder ein Gift-Bundle. Mhm. Das kommt aber erst zu einem späteren Termin, aber das werden wir euch auch natürlich noch vorstellen. Ja, aber Bundle ist immer so ein Produkt, was ich eigentlich immer gerne empfehle, weil das ist einfach ein cooles Produkt. Übrigens noch kurz vorneweg, falls ihr auch mal bei uns mitspielen wollt, wir bieten auch ganz viele Events zu Modern Horizons 3 an. Holt euch gerne ein Ticket über unseren Online-Shop bei den Reiter Events und kommt vorbei. Wir freuen uns über euren Besuch. So, nochmal zurück. Dieses Produkt kann ich immer nur empfehlen. Ich bin auch eher so der Bundle-Mensch, muss ich sagen, ja. Weil du kriegst halt viele Sachen und das lese ich einfach hier alles vor. Ja. Deine neuen ewigen Favoriten. Modern Horizons 3 bringt eine geballte Ladung aufregender neuer Karten in das Modern-Format, eines der beliebtesten Magic-Formate. Lass deine Liebe für neu aufgelegte Klassiker wie verbündete Fetchländer wieder aufleben und entdecke neue mächtige Karten wie die doppelseitigen Planeswalker, die alles auf den Kopf stellen. Ganz gleich, ob du neu in der Welt von Magic oder ein Veteran der ersten Stunde bist, von hier bis zu den blinden Ewigkeiten ist für alle etwas dabei. Wir haben einmal 15 traditionelle Foil und 15 reguläre Standardländer. Wir haben einen übergroßen Spindorn Lebenspunktezähler, der auch schon hier vom Bild her ziemlich, ziemlich cool aussieht. Da bin ich mal mega gespannt. Wir haben natürlich die neuen Playbooster jetzt. Ne? Wir haben zwei Referenzkarten. Wir haben Machtgleichgewicht als mit einer alternativen Illustration als Promokarte. Mhm. Ne? Und wir haben natürlich die Kartenbox, die natürlich auch Eindruck schindet. Ja. Ne? Noch mal kurz zeigen, wie es sonst aussieht. Ne? Von der Seite hier ganz, ganz klassisch. Ne? Und dann reißen wir das ganze Ding mal auf. Ne? Von oben. Oder wir versuchen es aufzureißen. Ja, es ist ja schön, dass Magic Papier verwendet. Ja. So. Und innen drin haben wir dann einmal einen kleinen Infotext. Hier haben wir die ganzen Planeswalker, die wir ziehen können. Wir haben Ajani Goldmane, wir haben Tamio, Sorin, Markov, Rahl, Zarek und Christ. Und die möchte ich auch eigentlich noch ziehen. Also ich finde erst recht, Sorin würde ich so gerne ziehen. Ein brutal gutes Design. Ne? Ja. Also mega cool. Ajani ist halt auch brutal. Also ich bin auch, so Ajani ist einer meiner Lieblings-Planeswalker, Tamio auch. Sorin ist auch Peak. Und die anderen beiden sind auch sehr, sehr gut. Ne? Also sehr, sehr schön. Und hier steht noch ein kleiner Infotext dazu. Und auf der anderen Seite haben wir noch ein Poster dann mit
Da sind sie dann Planeswalker, weil das sind ja Flipkarten, ne? Genau. Das ist dann das Artwork der Planeswalker-Karte ist und das andere ist das Artwork der vorherigen Karte. Auch, ne? Ein sehr cooles kleines Poster, ne? Ja. Also das finde ich auch sehr, sehr stylisch. Das gefällt mir, ja. Sehr, sehr aufgeräumt und clean. Ja, ja, cool. Mhm. Dann haben wir hier natürlich die Deckbox, die wir uns als erstes mal hier so anschauen, ja, ne? Sehr, sehr schön. Mit deiner großen Liebe, Ajani. Spark. Auf der anderen Seite haben wir genau das gleiche Symbol nochmal. Hier auch natürlich ganz klassisch schön Spark und oben steht dann Modern Horizons 3. Mhm. Und wenn wir das Ganze öffnen, haben wir hier auch keine Mini-Box mehr sozusagen, ja, die alles zusammenhält. Wir haben einfach nur noch diese Trennwand. Ich lege einmal kurz alles zur Seite. Hier haben wir nämlich einmal Ajani zum Ausstanzen, wir haben hier Betäubungsmarken, Endgültigkeitsmarken, Flugfähigkeitsmarken, +1/+1-Marken, noch mehr +1/+1-Marken und hier nochmal Ajani. Mhm. So, und dann haben wir einmal, klar, die neuen Playbooster. Mhm. Ne, davon gebe ich dir 4 und ich nehme 5. Oh ja, Sophie, dankeschön. Ja. Und dann kannst du auch mal ein bisschen näher ranzoomen, denn wir haben hier einmal so, ja, 2 Referenzkarten, mhm, ne, die einfach noch ein paar Informationen bringen. Ja. Und während man sich die durchlesen kann, wenn man möchte, mhm, hole ich hier gerade einmal kurz die Promos raus. Zack. Da haben wir nämlich einmal Machtgleichgewicht hier. Für 2 rote Mana, lese ich sie mal kurz vor. Und eine Verzauberung: immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch wirkt, kannst du die oberste Karte deiner Bibliothek aufdecken. Falls du dies tust, kannst du jene Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, falls beide Zaubersprüche denselben Mana-Betrag haben. Sehr, sehr schöne Karte, ja. Dann kommen die Länder. Finde ich auch cool, dass sie jetzt hier voll Full Arts drin haben. Ja, hier nochmal die Insel, Sumpf, Gebirge und Wald. Und dann haben wir den nochmal in voll regulär. 2 jeweils. Und dann haben wir wieder einmal die Alternativen in regulär. Sowie auch hier 2 wieder in non-voll. Mhm. Finde ich auch schön, dass sie das jetzt mittlerweile, ja, so durchmixen. Früher hatten sie die ja gar nicht drin. So, eins der, oh, der Highlights ist natürlich dann wieder sehr, auch der Würfel. Na? So durchsichtig. Durchsichtig grün. Grün. Ja. Aber ist natürlich, wenn du ihn liegen hast, dann ist das so ein Grün, was du guckst rein und unten ist er grün, aber oben ist er schwarz. Ja. So, ne? Also am Rand. Ja. So, also keine Ahnung, wie man sehr, das sonst noch so beschreiben, cool, soll, aber ist so ein schwarz-grüner Würfel, also der irgendwie hell, aber auch dunkel sein kann. Frag mich wirklich, wie man das macht. Das ist aber Lichteinstrahlung einfach. Ja, ja, aber sieht verdammt cool aus. Also sieht sehr, verdammt cool aus. Sehr, ja, sehr cooler Würfel. Ja. Gefällt mir sehr. Ja. So, und dann kommen wir zu den Boostern, ne? Dann fange ich mal an. Zu dem Highlights. Ja, also wir stellen euch jetzt ja auch nur noch die Rares vor, ne? Weil die Comes und Uncomes, die haben wir ja eigentlich alle schon besprochen. In den Playbooster-Unboxing, ne? Mhm. Da sind wir schon immer alle Karten rübergegangen. Jetzt wollen wir einfach nur noch gut ziehen. Ja. Noch so 1-2 Planeswalker, die wir uns gerade schon so schön angeguckt hatten. Du kannst ja bis zu 5 Rares oder Mythics in einem Playbooster ziehen. Also das ist ja Chance besteht, ne? Okay, jetzt sieht bei dir jetzt gerade nicht so danach aus. Sieht bei dir so gar nicht danach aus. Ja, ich habe hier wahrscheinlich nur eine. Oh. Aber eine Mythic. Ja. Ich habe Ana Kennerüth, Geschwaderführerin, ist für 2 beliebige, ein weißes, ein blaues, ein schwarzes, eine 4-4 Kreatur. Ein Mensch-Ritter mit Fliegen und Lebensverknüpfung und Abwehr eine Karte abwerfen. Mhm. Immer wenn eine modifizierte Kreatur, Modifizierungen sind übrigens Marken, Ausrüstungen und Auren. Also immer wenn eine modifizierte Kreatur, die du kontrollierst, angreift, verdoppelt die Anzahl an Marken jeder Sorte auf ihr. Erzeuge dann für jedes Nicht-Spielstein permanent, das an sie angelegt ist, eine an sie angelegten Spielstein, der eine Kopie jenes Permanents ist. Oh, der könnte auch perfekter Commander sein dann hier für ein modifiziertes Deck. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber nur eine Rare, Julian. Ja, aber dafür war es eine Mythic. Achso, okay. Du kannst ja jetzt auch nicht zu viel verlangen.
Doch. Also natürlich so ein Emrakul-Booster, Emrakul. Ja. Schön wär's. Ich würde auch gerne noch den, die Planeswalker natürlich ziehen. Ich möchte eher einen Soren ziehen, ich möchte auch einen Ajani ziehen. Aber ich würde auch gerne noch, den Golf spielen. Den Golf, genau. Den Golf. Golf? Golf. Golf. Ja. So, Golf. Ich mache jetzt mal weiter mit dem Perlenmedaillon. Oh, für zwei Artefakt sagt, weiße Zaubersprüche, die du wirkst, kosten beim Wirken eins weniger. Super coole Karte, hat auch Jenna ein wunderschönes Framebreak Artwork. Ja. Was wirklich alles toppt. Mit eins der schönsten Artworks. Ey, ist unsere Lieblingskarte. Yeah, Roisin. Brüllende Prophetin. Für zwei ein rotes, ein grünes. Legendäre Kreatur, Riese, Schamane, 4-4. Wenn sie ins Spiel kommt, millst du 6 Karten. Du kannst davon eine Karte mit X in ihren Mana-Kosten auf deine Hand nehmen. Und für Tappen zeige eine beliebige Anzahl an Karten mit X in ihren Mana-Kosten aus deiner Hand offen vor. Erzeuge 2 farblose für jede auf diese Weise vorgezeigte Karte. Gib dieses Mana nur für Kosten aus, die X enthalten. Weißt du, wer Roisins bester Freund ist? Ja. McQueen. Roisin und McQueen. Yeah. Wow, du bist so witzig. Ja, oh mein Gott. Ja, dachte ich mir auch. Ja. Mein Humor. Ja. So, ich mach meins schon mal auf, während keiner redet hier. Ja, auf jeden Fall, das ist natürlich sehr toll. Was? Nein. Oh, ja. Na, auch coole neue Eldrazi-Karten, die wir hier in dem Set haben, klar. Muss ja auch sein, ne? Ja. Ausschlachten und hier haben wir die Äther-Rebellion. Oh! So heißt das Set. Für 4 Mana eine Verzauberung mit Rebellion. Solange in diesem Zug ein Permanent unter deiner Kontrolle das Spiel verlassen hat, gilt, falls eine Quelle, die du kontrollierst, einem Spieler oder einem Permanent. Einem Gegner oder einem Permanent, das ein Gegner kontrolliert, nicht Kampfschaden zufügen würde, fügt sie stattdessen so viele Schadenspunkte plus 2 zu. Mhm. Immer wenn du eine oder mehrere Energiemarken erhältst, fügt die Äther-Rebellion einem Ziel deiner Wahl entsprechend viele Schadenspunkte zu. Coole Karte. Zweite Rare? Nee. Oh. Ich hab noch ein Feuerland. Und ein Gremlin. Und eine Energiereserve auf der Rückseite. Wow. Yeah. Ja, ist gut, ich habe ja noch 3 Booster. 3 Booster. Aber du jetzt mehr hast als ich. Ja. So. Ja, ich fange ja immer an. Ist ja links, rechts immer. Ich, du. Aber ich fange immer an. Oh! 6. Für 2 beliebige ein grünes legendäre Kreatur Baumhirte, 2-4 Reichweite. Immer wenn 6 angreift, millst du 3 Karten. Du kannst davon eine Länderkarte auf deine Hand nehmen. Und solange es dein Zug ist, haben Nicht-Land-Permanents in deinem Friedhof zurückverfolgen. Weißt du, wer sein bester Freund ist? McQueen. Das fand ich jetzt einfach witzig. Einfach mal. Oh! Okay. Okay, haben wir die aufflackernde Ablehnung für ein beliebiges 2 blaue Spontanzauber. Du kannst eine blaue Nichtspielsteinkreatur opfern, anstatt die Mana-Kosten dieses Zauberspruchs zu bezahlen. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Ja, also ein super Cycle, ja. Der jetzt hier in Marvel Horizons 3 drin ist. Und das ist auch so mit die beste Karte aus dem Cycle. Ja, ne? Und hier auch Foil, ja. Ja, Mann! Ja. Witzig. So. Da sind noch ein paar mehr Rares drin hier. Nein. Estrids Anrufung für 3 Mana. Eine Verzauberung. Du kannst Estrids Anrufung als Kopie einer Verzauberung, die du kontrollierst, ins Spiel kommen lassen, außer dass sie zu Beginn deines Versorgungssegments kannst du diese Verzauberung ins Exil schicken. Falls du dies tust, bringe sie unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Oh, das ist krass. Hat. Ja.
Torbogen der Innovation. Kommt getappt ins Spiel, sei denn du kontrollierst eine Insel. Macht für Tappen ein blaues Mana und für ein blaues und Tappen der nächste Zauberspruch, den du in diesem Zug wirkst, hat Improvisieren. Heißt also, deine Artefakte können dir helfen, jeden Zauberspruch zu wirken. Mit jedem Artefakt, das du tappst, nachdem du mit dem Aktivieren deiner Mana-Fähigkeiten fertig bist, bezahlst du 1. Mhm. Das war die zweite Rare. Ja. Wir zählen. Bam, hier kommt die dritte. Mhm. Phantom der weißen Orchidee für 2 Mana, für 2 weiße, 2/2 fliegend Erschlag. Wenn das Phantom der weißen Orchidee ins Spiel kommt, zerstöre bis zu ein Nicht-Standardland deiner Wahl. Sein Beherrscher kann seine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und danach mischen. Mhm. Be greedy? Nee. Oh ja, hier ist so die Eldrazi, sind mal wieder überall. Ja. Coole Artwork-Karte. Kann man auch mal hätten noch 2 Rares mehr sein können. Hätte eine Mythic sein können, wenigstens. 2 Mythics. Okay. Ja, ist halt unter einer Wahrscheinlichkeit von 1%. Also das war jetzt hier gerade eine Wahrscheinlichkeit von 6%. Cool. Die 3 Rares dürfen. Ach, ich habe vermutlich die 90% Chance. Eine Rare. Genku, Gestalter der Zukunft. Für 2, ein weißes, ein blaues, 2/5 legendäre Kreatur, Mondvolkzauberer. Immer wenn ein anderes Nicht-Spielstein-Permanent, das du kontrollierst, das Spiel verlässt, bestimme eines, das in diesem Zug noch nicht bestimmt wurde, erzeuge einen Kreaturspielstein mit jenem Set an Eigenschaften. Entweder ein 2/2 weißen Fuchs mit Wachsamkeit, der auch einen richtig süßen Ton hat. Ja. Oder ein 1/2 blaues Mondvolk mit Flugfähigkeit oder eine 1/1 schwarze Ratte mit Lebensverknüpfung. Und für 3 beliebige, ein weißes, ein blaues, sagt er noch, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Einfach cool. Nee, leider nicht. Oh, aber hier noch ein Profile. Ich finde, die Artwork-Karten sind auch cool. Also die sind sehr, sehr cool von diesen Karten. Die mag ich allgemein immer, ne? Hast du mal ein paar so richtig schöne Artworks, die du wirklich einfach irgendwie so an deinen Schreibtisch hängen kannst oder so. Das mache ich auch gerne. Es sei denn, du hast keinen Schreibtisch. Ja, dann halt irgendwie dein Gesicht. Oh, in mein Gesicht? Ja, in deinen Ordner oder so. In deinen Ordner rein. In meinen Ordner sammeln, reintackern. Keine Ahnung. Aufbewahren. Behalten. So. Mein Magen. Jo. Hier haben wir Starrer des Reliquienschreins. Für ein schwarzes, ein grünes, 2/2 mit Wachsamkeit. Der Starrer des Reliquienschreins, 11+1/+1. Was ist denn jetzt? Für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof. Mhm. Und tappen. opfere eine andere Kreatur, du suche deine Bibliothek nach einer Länderkarte, bringen sie getappt in die Spielmische danach. Ich weiß gar nicht, wieso du das sagen musst. Wir haben hier noch eine Triade und Tamios. Ja, du wolltest doch Tamio haben. Da hast du das Emblem von Tamio. Emblem. Die Schrift oben ist so. Fancy. Rot-gelblich. Rot-gelblich? Ja, so ein ganz schwaches Rot. Ist auch ein ganz, ganz bisschen schwarz mit dabei. Und ein bisschen blau, Ping. Aber ganz, ganz wenig. Ist schon fast durchsichtig. Vielleicht sind meine Augen einfach nur so blutig, dass ich kein Weiß mehr sehen kann, sondern nur rot so. Zu viele Magic-Sachen geöffnet. Zu viele Produkte. Nein. Das ist außerdem hier schon mein letztes Booster. Mit der untoten Wallung. Für ein beliebiges ein schwarzes Verzauberung. Zu Beginn deiner Hauptphase vor dem Kampf willst du 3 Karten. Dann kannst du 1 bezahlen und 3 Lebenspunkte bezahlen. Falls du dies tust, nimm eine Karte davon auf deine Hand. Entweder ich zieh's jetzt oder wir ziehen es einfach später im Gift Bundle. Okay. Im Gift Pack. Was wollen wir denn ziehen? Roisin? Cool. Okay. Nein, wir wollen nicht Roisin ziehen. Wieso nicht? Okay, ich werde wahrscheinlich nur eine Rare haben. Oder 2. Die Halle des Meisterspions. Kommt getappt ins Spiel, sei denn du kontrollierst einen Sumpf. Für Tappen macht ein schwarzes Mana und für ein schwarzes Mana und Tappen eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, intrigiert x-mal, wobei x gleich der Anzahl an Kreaturen ist,
die in diesem Zug gestorben sind. Ziehe X-Karten, wirf deine X-Karten ab, lege für jede auf diese Weise abgeworfene Nicht-Landkarte eine +1/+1-Marke auf die Kreatur. Mhm. Ist auch eine schöne Fähigkeit. Und die Voll sagt. Anpassung der Erzählung. Ziehe eine Karte, du hältst 2 Energie. Und wir haben noch einen Wald. Wow. Und einen Geist. Wow. Die absoluten Highlights, die sind bei euch. Obwohl wir hatten auch schon. Ja, so schlecht haben wir gar nicht geöffnet. Ich lass mal raus. Ah, guck mal. Ich hab hier so. Mach mal so, dass 3 untereinander passen. Boop. Geht doch so, ne? Ja. Ja. Ja, muss ja, ne? Ja, muss ja irgendwie so. Na, wir haben schon ein paar gute Karten, ne? Also die Ablehnung und das Pellmedaillon sind schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich klicke hier nochmal die Promo dazu, die kriegt ihr ja auch noch in dem Bundle. Ja. Ja, also klar, wir haben hier die, wir haben Ana gezogen, aber was natürlich hier so die Highlight-Karte ist natürlich die Ablehnung, ne? Die ist, die ist natürlich die ist natürlich Bombe, aber die der Starrer des Reliquienschreins ist auch super. Ne? Ah, das Set hat ganz viele super tolle Karten. Ja. Also es gibt auch so viele Karten, die wir jetzt gar nicht gezogen haben, die ich gerne noch gezogen hätte, weil das Set einfach so unfassbar viele tolle Karten hat, wie du gerade schon gesagt hast. Ja. Ne? Also so viele coole Charakter, die wiederkommen oder halt einfach so mega starke Spielkarten, wie halt der neue Cycle von Zaubersprüchen, die du gratis spielen kannst. Du hast die Medaillons alle drin, du hast die Fetchländer alle drin. Und. Ja, deswegen ist halt ein super krasses Set. Ne? Viele neue Karten, die auch verdammt stark sind. Und ich wollte noch mal kurz einmal das Bundle noch mal reinhalten, einfach noch mal zum Zeigen, so sieht's halt noch mal aus. Ne? Also es ist schon sehr, sehr stylisch. Cooles Produkt auf jeden Fall. Ja. Bundle ist halt immer, wenn es halt nicht zu teuer sein darf, sag ich jetzt mal, wenn man sich doch jetzt kein Playbooster-Display mit 36 Boostern kaufen möchte, aber trotzdem schon ein paar Booster, dann ist immer so das Bundle so das immer Go-To-Produkt. So richtig das Go-To-Produkt, weil ihr einfach so einen richtig coolen Würfel bekommt. Ja, und man kriegt halt richtig coole Sachen mit dabei, noch neben den Boostern. Ja. Ne? Also, es ist ein schönes Gesamtpaket, was ich auch mir selbst immer wiederholen würde. Ich bin auch halt eher und der auch Bundle öfter mal tust, ja. Ja, genau. Also ein cooles Produkt, allgemein ein super Set. Also wenn man natürlich bereit ist, ein bisschen mehr zu zahlen, ne, weil ist ja natürlich auch modern, heißt es hat ja auch deutlich spielstärkere Karten, auch einen höheren Wert von den Karten her am Ende des Tages. Darum muss man auch ein bisschen mehr bezahlen, aber wenn es einem das wert ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch. Definitiv. Ist ein cooles Produkt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und dann fehlt jetzt nur noch das Gift-Bundle, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, weil das ist auch nochmal ja eigentlich sozusagen das Bundle, nur nochmal mit einem anderen Design, einem anderen Würfel und ihr habt halt einen Collector-Booster. Alles natürlich nur englischsprachig, während es diese Produkte ja natürlich auch auf Deutsch gibt. Oh Junge, cool. Ja, aber das wird auch nochmal so ein Highlight, weil das ist immer so, wenn man nicht zu viel haben möchte, aber auch nicht zu wenig, dann ist so das Gift-Bundle auch so eine gute Mitte, weißt du? Du hast noch einen Collector-Booster, um wenigstens einmal so ein bisschen den Geschmack davon zu bekommen, einen Collector-Booster zu öffnen. So ein bisschen Blut zu lecken. Und ihr habt halt noch eine richtig stylische Box, denn die sieht auch wirklich Hammer aus. Ja. Die haben wir auch in den News einmal eingeblendet. Ne? Da sieht man die auch mal. Ist ein sehr, sehr schönes Design. Ja. Aber allgemein, das Set ist super designed. Die Magic-Karten sind mittlerweile auch super designed. Also diese Framebreak-Karten, davon haben wir jetzt keine geöffnet. Wir haben jetzt nur so eine Profil-Artwork-Karte geöffnet, aber die sehen auch super aus. Also, wirklich Chefskiss hier. Ja. Das war es jetzt aber auch von unserer Seite erstmal. Und wir wünschen euch noch viel Spaß mit Magic und Modern Horizons 3. Ja. Und sehen uns dann im nächsten Unboxing, was dann vermutlich, hoffentlich, vielleicht das Gift-Bundle sein wird. Ja. Bis dann. Gut. Tschüss.